Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Also sind 1, 2, 3, 4, 5 Eingänge mal mindestens. Da fangen wir da mit dem ersten an, oder? Ja, sieben. Nummer 3. Noch eine Monster. Und der Wolf. Kannst du deine Skis noch zurücksetzen? Warum? Wir müssen die ersten Stadt kennen bei der Atma. Na, so hat sie so cast. Zumindest die gleiche. Ja. Da brauche ich den Hammer. Das ist gut und das Johnny vorbei. Ich würde ja mal Hammer werfen. Wieder hin. Hey, die Gegner kriegen unseren Buff. Die haben den Buff. Den Zug reflektierbar. Ja, das ist vielleicht gut, wenn nicht Johnny so auf das. Gut, wenn nicht Johnny so. Nice. Darf ich immer nur Heiltränke aufsammeln? Trinkst du früh? Naja, ab und zu hau ich dich schon ein. Wir müssen auf einen HP so mal. Ja, man tut immer, man wartet immer so, bis die letzten 10% sind, dann zahlt er sich aus. Boah, drucken wir da nicht ein, Teufel. Na. Mein Boyzen will halt unter Druck setzen oder so, gell? Ich brauch halt noch einen Clary für Malone. Weil das ist eigentlich alles, du kannst, also ich kann auch einen Stream machen, es ist alles, der ganze Cash hat immer wertbar. Okay. Und das ist ziemlich, also das ist ziemlich schwer, das Spiel und die ersten, die sind Malone, die Solo schaffen, ich glaub's nicht, ehrlich gesagt. Da war's ein Hammer, plus 4. Na, plus 3 ist mein Krieger, ist der einfach. Aber Cash-Up ist gratis, genau, das ist Open Beta. Du kannst ja eigentlich alles zusammenstellen, was du magst. Okay. Das heißt, du kriegst gratis Pull-Up. Na, ab 100. Es ist schon gratis, mehr oder weniger. Wenn du einen Charakter einloggst, kriegst du 100 Silver. Und wenn du ihn löscht und neu einloggst, kriegst du wieder 100 Silver. Also, ja, Erstellung. Mhm. Mit dem für 5 Silber kriegst du einen Stand, einen Sicherungsstand. Aber ab und ganz gratis, also bis plus 9. Also so wie früher halt. Weiter geht nicht, gell? Ja, weiter geht nicht. Okay. Das Cap ist in einer Sicht. Plus 9 schaffst du nie. Ha? Plus 9 ist das dann nicht schaffbar, oder? Ja, ist ab schon, ja. Ah ja, das ist ein Geld dabei. Ein Mega. Oder zumindest das zweite B-Klasse noch. Das ist eigentlich echt ganz spannend. Hier ist halt sehr entschleunigt das Spiel. Das ist auch so wie viel. Das ist echt lang für alles. Du bist oft hier. Das hat aufgebaut. Ja, das stimmt schon, dass die ganzen Spiele jetzt da immer auf mehr Beschleunigung oder wie man das sagt. Ja. Achso, das habe ich Philipp schon gesagt, der Dino hat, gell? Der Programmierer, der das da macht, ja. Hat erstens den ganzen Code umgeschrieben für Fiesta auf ein neueres System. Echt? Also, das Spiel ist an sich neuer als Fiesta, finde ich, ja.
Er hat jetzt alles mit Discord live geschaut, hat so einen Level-Up-Punkt auf Discord und auch nicht bekommen. Alles gechanged, und er sich einloggt und ausloggt. Ja. Und was mir am meisten halt überzeugt hat davon, weil es ist halt immer Private-Server, es sind halt recht wenig Leute, sehr wenig Leute. Aber was mir am meisten überzeugt ist, dass der Merlin, das ist der Programmierer, der ist mit dem Ingo. Oha, deshalb denken wir schon, wie kennen sie das aus? Boah, die Files er hat, das sage ich mich halt, das sind 2007er Files, das Spiel ist noch älter. Ach, ja, so dann ist ja klar, wo er die Files er hat. Ja, eben. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das macht es natürlich logisch. Ehre. Mhm. Keine Ahnung. Also, ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es erfolgreich wird. Und Gamigo das noch aufkauft, aber das glaube ich halt nicht. Das wäre halt mega. Aber dass ein Mitarbeiter Larschon das Spiel selber programmieren muss, damit das wieder spielbar ist, das ist irgendwie eine witzige Geschichte. Ex-Mitarbeiter und keine Ahnung, das Projekt ist seit 3 oder 4 Jahren. Okay. Und der ist jetzt erst vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so auf online gegangen. Server. Danke. Das ist eher deutschsprachig, was ich gemerkt habe bis jetzt. Obwohl der Warren englischsprachig ist. Danke. Haben wir die Dungeon geschafft, sagst du? Ich glaube. Nein. Da hast du zurückporten müssen. Mhm. Dann zurückgesetzt. Und jetzt? Wo bist du jetzt? Noch immer tut. So. Akt 1. Lore, das hat man noch nicht einmal überlegen kann. Ah, als ob das geht. Ja, moin. Hallo? Nein, ich kann nicht zurücksetzen, ja. Mhm. Ich hab das schon einmal gemacht. Ich meine, es wäre gut, dass ich es gemacht habe. Aber es wäre jetzt nochmal cool, wenn ich es nochmal zurücksetzen kann. Okay, finde es cool, dass man da einfach hin und her warten kann, wie der würde. Der dritte ist fertig, ja? Die vierte. Yay! Hey, es sind einfach 7. Als ob. Ich hab gedacht, es sind 6. Er ist nicht mehr Werwolf. Zack. Bauernhammer und Minen. Oh mein Gott. That was close. Wenn alle auf Arbeit draufschlagen, einfach. Das wird. Ich brauche gerade sau viele Tränke, was ist denn passiert? Yo! Ich glaube, wir sind richtig so schwierig, wie das da gerade ist. Auch wieder mein Hammer. Achso, der Hammer, der stoßt wo dagegen und dann bringt das gar nichts. Lol. Nicht gut. Ja. Als wären da einmal für Monster gewesen.
Oha, wir sind auf dem Bossraum gelandet, glaube ich. Mhm. Heiltränke aufgeladen, glaube ich. Liegt einfach 1000 gut. Hummer. Komplett wurscht. Ich glaube, das ist halt wirklich richtig, wo wir gerade sind. Ich habe nur hinten alle wiederbelebt. Und er spuckt mir an. Ja, steht da hinten in der Corner. Da brauche ich den Skill jetzt. Aber ich muss in der Mitte stehen. Wie kann man da mehr? Ich denke, Jo kann auch ein Mana dran. Ja, da ist gerade keiner im Slot zum ersten Mal. Besser. Post hin. Ist egal. Alles für die Hammer. Okay, viel wäre vielleicht doch gescheiter. Oha, da sind Set-Gegenstände drinnen. Schon alles weggewirbt. Hey, wieso ist jetzt nur eins drinnen? Das eins habe ich schon. Es ist gerade der größte Fight unseres Lebens. Was noch hier? Gegenstände identifizieren. Ja, unsere ganzen Begleiter sind RIP gegangen, zumindest meiner. Da ist ja noch so einer. Wie joi. Alter, du bist im Feuer. Ja, steht im Feuer, Alter. Mein Leben ist aufgegangen. Auf so einer Kreisstummer wie. Weiß nicht wer. Da ist er eh drunter. Wie? Die Heiltränke nehmen alle mit. Ja, jetzt muss ich mal das anschauen da. Das ist einfach ein Breitschwert, aber es ist ein Einhandschwert lustigerweise. Macht 17 bis 18, das ist saugut, sehr schnell, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und noch plus 10 zum Mindestschaden, das ist ziemlich fein. Unser Heal ist aber dann halt schlechter. Ich muss es nehmen, außer du sagst. Das blöde Gefühl, man kann auch keinen Schmuck atmen in dem Game. Eisenfaust. Das Spiel ist so alt, da geht kein Schmuck ab. Okay. Ja, gut. Du sollst einfach kein Tier angeben. Ich werde es versuchen nachher noch, aber. Alter, mein Gürtel gibt einfach 60 Verteidigung, Philipp. Schisch. 60! Hau, das ist ja 0 und mehr als meiner. Ja. Meiner macht, weil vorher hat 8 Verteidigung gegeben, willst du den haben? Also ist er gut.
Das ist das erste Set, was was bringt. Man sieht halt erst nachher, was was bringt anscheinend. Und Damage macht auch noch 5. Der ist auch mega. Also mal kurz zurück. Ich hätte da was mitnehmen können. Ist auch wurscht. Der ist halt wirklich mega. Dann die Rune ist auch nice. Aber das kann ich jetzt auch tun, wie immer. Nice. So, jetzt haben wir ja noch immer den gleichen Dungeon. Aber ich hab gerade gemerkt, mein anderer Stiefel, der aus das gleiche Set hat, gibt mir jetzt ein plus 220 Angriffswert. Das ist nochmal stärker geworden. Also das heißt, Sets zahlen sich komplett aus. Sets sind ziemlich gut. Und ist die Breitachs gut? So, ist jetzt 208. Yep. Mai 2 in der Macht, 13 bis 30. Aber noch 1 bis 8 Blitz schon. Liegt der voll? Das ist nicht gut. Ja, ich war cool, oder? Mach doch mal einen Hammer, wie du Sturm. Wo ist er? Was benutzt denn du? Beitags. Zwei Hand. 2 bis 12 bis 26 ist schlechter, aber er macht halt Feuerschaden, Giftschaden, Hitzewiderstand. Ziemlich ähnlich gut wie der da. Probier mal kurz aus. Aber ich wollte gerne irgendwie das Schild, muss ich sagen. Weil ich finde, dafür, dass man ungefähr den halben Damage macht und doppelt so viel schlagt und ich noch ein Schild neben habe, finde ich das irgendwie viel mehr worth als eine 2-Axt. Mhm. Etwas so. Muss ja irgendwo so ein Mumien-Ding sein. Unten nix? Nagel. Ich weiß jetzt 7 Giftschaden. 1 bis 8. Oh, also das macht 38. Das macht schon mal 29 plus 7. Naja, ist ziemlich gleich. So, fertig? Was tust du, Schüler? Na? Ja. Könnt nachspielen. Deutschland, na? Das haben wir eigentlich überhaupt noch nicht weit gespielt, witzigerweise. Aber wir haben es schon mal gespielt mit alter Phase. Mhm. Ja. Stimmt. Move.
Boah. Kann man schon mal trinken, kann ich nicht trinken. Achso, ich muss immer mein Ding wiederbeleben. Aber wahrscheinlich ist es der, der letzte Raum, oder? Schön. Das ist der Boss, hä? Ich starte mal vorn. Warte. Damage the bitch wieder. Ich bin überladen. Ich bin überladen. War Heil dran gebrochen. Ich bin überladen. Ist wieder full. Nein, nicht. Warum nimmt er denn nicht? Was ist das mit der Dungeon? Hm, schön. Schaut's aus, oder? Nice. Dann straight up dann in die nächste. Danke fürs Zuschauen. Falls euch Diablo 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.